Aber die Bromantiker haben jetzt Geschichte geschrieben. Bam. Ja. Absolut. Oh Mann. Und Geschichte schreibt hoffentlich auch unser Marc, denn der ist zurück in der NFL bei den San Francisco 49ers. Wir freuen uns einfach nur riesig. Das erste Spiel letztes Wochenende hat er schon gewonnen mit seinem Team. 17 Special Team Plays hat er gemacht, zwei Tackles hatte er. Ja, und jetzt hat er sogar noch die Chance auf die Playoffs beim nächsten Spiel am Sonntag gegen die Rams. Der Mann ist so hübsch. Ey, ich wüsste nicht, was ist das für ein hübscher Mann? Inshallah, ein hübscher. Der wusste direkt, wenn ich dieses Bild poste, ich kriege wie viele Likes? Warte, wie viele Likes hat der? Irgendwie so über 10.000, ey. Mit seinem kleinen Kaffee. Oh Mann, aus dem Hotel. Aber Kaffee ist ja nicht nur schön, er ist ja auch noch wunderbar nett. Und talentiert, also der ist ein Gesamtpaket. Ist halt das ein ist viel wichtiger, ne? Natürlich. Das ist ja viel wichtiger. Das Geilste ist echt, jeden Abend ruft er mich, FaceTimet er mich an, gibt mir den ganzen Update vom Tag. Also, ey, das musst du mir in einer Märchenstunde erzählen. Und gestern warum? Warum? Kasim? Ja, dann gib du uns jetzt mal Insights, Kasim. Erzähl doch mal. Weil ihr seid Peanut Butter und Marmelade. Wir sind Peanut Butter Marmelade, Björn. Ich höre einfach gesagt, Björn ist einer deiner besten Freunde. Geh mal zur Seite, ich bin jetzt hier. So hat Marc gesagt. Ey, du musst aufpassen, was soll ich machen? Ich habe dir alles schon angeboten, mein Leben. Du hast mein Haus gelebt, alles. Was soll ich noch machen, Alter? Nein, ich komme einfach nicht in deine Top 10 rein. Aber Marc ist wirklich einfach in der perfekten Lage. Besonders, weil mit 32, jetzt auch 32, 31, ja, ist er natürlich 32. Einer der Alten, der Opis. Aber die meinten einfach, dass er zurückgekommen ist, hat der ganzen Moral vom Special Teams nochmal einen Boost gegeben. Und Special Teams hatte das beste Spiel. Warum lachst du so? Ey, und natürlich einfach nur seine Präsenz hat wirklich den Jungs ein bisschen Energie gegeben. Die meisten, die Coaches, Spieler, alle kannten ihn. Und das war das beste Special Teams Spiel hier, das sie eine Weile hatten. Also das ist top. Ich freue mich. Einer schreibt, hat Björn in Istanbul bei der Hakeln getroffen. Das war aber darf so, ich nicht, keinem verraten. Es war so klar, dass Patrick diesen Kommentar sieht und vorliest. Ey, es war so klar, ich wusste es. Ey, das ist einer der besten Sachen bei Primetime Football, ist immer hier zu gucken. Ist ey, ich freue mich. Ey, ein Auge. Klo, meine Frau hat gefurzt. So was? Nein, da muss ich den Chat ja noch mal öffnen hier. Boah, das legt mich zu sehr ab. Machen. Nee, aber glaubt ihr, Marc schafft es in die Playoffs? Warte, Coach, wir sind Nutella und Butter. Was? Ich bin die Butter, Alter. Warum bin ich die Butter, Alter? Was ist hier los? Nein, Coach und Björn sind Nutella und Butter. Coach, ich bin Nutella, Digga. Ja, und ich bin die Butter, meine ich ja. Warum bin ich die Butter, Alter? Warum bin ich die fette Butter, Alter? Butter. Alles nur fettreiche. Weil du fettig bist. Das ist okay, ich weiß, Bambusbjörn direkt ein Meme jetzt schon wieder. So, warte, tut mir leid. Jenny, du hattest gefragt zu Marc. Ob Marc es in die Playoffs schafft. Okay. Die 49ers müssen nur das Spiel gewinnen am Wochenende. Und dann sind die drin. Korrekt, Romantiker? Das Szenario hat er gestern auch erklärt. Weil es geht jetzt wirklich, es sind Saints und 49ers sind wirklich kämpfen um den Spot. Und, warum schießt ihr denn schon jetzt die Information? Das ja, weil Jenny eine Frage gestellt hat. So. Ja, ich wollte jetzt nur ein knappes Ja oder Nein, weil wir sprechen gleich nochmal ausführlich über die Playoffs. So. Nein, vor allem, was doch viel wichtiger ist, hoffen wir und glauben wir, dass Marc noch ein Jahr NFL hinten dranhängt? Das wäre meine nächste Frage gewesen. Glaubt ihr, dass das jetzt nur kurzfristig ist oder hat er die Chance, dann nochmal in der nächsten Saison voll und ganz sein Talent unter Beweis zu stellen? Weiß man nicht. Werden wir sehen. Er kostet eine Mio, ne? Er kostet, wer weiß, was im Draft. Lass ihn doch erstmal dieses Spiel spielen. Ja. Lass ihn doch erstmal die Zeit genießen, bevor wir jetzt schon wieder. Lass gucken, ob sie tief in die Playoffs kommen. Lass doch erstmal einfach das genießen. Weil, ich hoffe es. Wir wissen alle, weil letztes Jahr wurde ja auch gecuttet, da wo wir gesagt haben, oh, warum halt, ne? Er hat abgeliefert und da haben die eine Business-Entscheidung gemacht und jetzt haben sie eine Business-Entscheidung gemacht, ihn zurückzuholen, weil er helfen kann, wie Christine es gerade gesagt hat. Lass ihn, das Geile ist, jetzt greife ich auch schon wieder vor, wir zeigen die 49ers im zweiten Slot, wir zeigen das Spiel Sonntag. Am Wochenende und nice. Ich kann das sogar kommentieren. Das ist geil. Das mag!